Kennen Sie das? Sie haben wieder ein Lego-Gebäudeset gekauft und haben leider keinerlei Inneneinrichtungen und sind viel zu unkreativ, um selber etwas zu designen. Nein, Gott, muss das sein! Nein, lieber Sebastian, das muss natürlich nicht sein. Du kannst ja auch einfach auf eBay vorbeischauen und dir da für 10 Euro zum Beispiel ein kleines Piano aus Klemmbaustein kaufen. Oder... Ihr hört nicht auf diese komische Teleshopping-Stimme, die gerade mit euch geredet hat. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ah, warte. Irgendwas fehlt noch. Ah, da ist ja unser Bild. Ja, ich habe gedacht, ich zeige euch heute einfach mal was Neues. Und zwar nicht ein Set, also zum Beispiel ein Fahrzeug oder ähnliches, sondern eine ganze Idee, die vor allen Dingen jetzt momentan von chinesischen Herstellern auch vorangetrieben ist. Und das sind so kleine Mini-Sets mit Einrichtungsgegenständen, die eben zum Beispiel in einem größeren Mock-Modular-Building gut Platz finden könnten. Vor allem deshalb auch das Intro möchte ich euch sagen, guckt einfach gerne mal auf den einschlägigen chinesischen Plattformen, sprich AliExpress, Alibaba und so weiter und so fort. Denn da bekommt ihr so ein kleines Set, wenn es euch das jetzt nun angetan habt und ihr wollt es unbedingt mal haben, für ungefähr 3 bis 4 Euro. Und 4 Euro ist da schon das teuerste, das meiste ist wirklich im 3 Euro Bereich. Das ist natürlich auch kein Schnäppchen für die kleinen Sets, die man hier bekommt mit den kleinen Steinchen, aber allemals besser als auf einem deutschen Händlerportal am Ende dafür 10 Euro zu bezahlen. Besonders, weil diese kleinen Sets hier meistens eine 10 Tage Lieferungsfrist haben. Da sind wir nicht allzu weit entfernt von so einer 3 bis 4 Tage Lieferfrist von eBay oder ähnlichen. Und da müssen wir nicht im Endeffekt den Resellern das Geld hinten und vorne reinblasen. Und wie gesagt, das sind hier so winzig kleine Sets, wie zum Beispiel eben dieses Bett hier. Das sind ungefähr 50 Teile, je nachdem. Eben auch sehr kleine Teile, um hier zum Beispiel das Muster von so einer Decke mal darzustellen. Oder man hat hier mal so eine Küchenzeile. Diese Küchenzeile hat zum Beispiel auch hier ein Gerät, was man aufklappen kann. Sagen wir mal zum Beispiel ein Geschirrspüler. Dann eben noch so ein kleines Ablagefach und zwei schöne Schränke. Also das sind auch wirklich Teile, die man für einen Modular Building oder für einen Mock dann auch selber noch benutzen kann. Und natürlich haben wir ganz viel Kleinkram für Einrichtungen und hier so einen schönen Wasserhahn dabei. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein kleines Klavier. Sehr cool ist, das sind Prints, das sind keine Sticker und ich finde, das ist von der Darstellung mit das Highlight. Also das würde ich mir in ein Modular Building selbst sehr gerne reinstellen. Und davon gibt es wirklich unzählige Sets. Davon gibt es noch Aquarien, Schrankwände, andere Betttypen, noch einen anderen Flügeltyp zum Beispiel, Kühlschränke und so weiter und so fort. Also man kann sich da wirklich das ganze Haus mit Möbeln einrichten. Das Ganze richtet sich aber natürlich eher an die Unkreativeren, weil sowas kann man sich auch selber mal zusammenstellen. Aber es gibt eben auch viele, die einfach nur gerne bauen und selber nicht die kreativen Mock-Ideen haben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und denen möchte ich bloß sagen, es gibt eben solche Sachen und auch nicht nur so überteuert wie auf anderen Plattformen. Diese Sets kommen dann immer mit so einer kleinen Auffaltanleitung. Hier zum Beispiel eben vom Bett, dann vom Klavier und eben noch für die Küchenzeile. Und diese Anleitungen haben meistens um die 6 Bauschritte, jetzt beim Flügel waren es tatsächlich 12. Der Flügel hat aber auch zu den teureren Sets gehört, denn der hat 4 Euro gekostet. Und wie gesagt, das ist für diese kleinen Gegenstände immer noch teuer, aber auf jeden Fall um einiges realistischer als die anderen Sachen. Und weil mich eben schon einige danach gefragt hatten, was ich von diesen kleinen Sets halte, habe ich gedacht, ich probiere das Ganze einfach mal aus. Und letztendlich muss ich sagen, wenn man sich bewusst ist, dass das kein Schnäppchen ist und man sich das eben kauft, weil man selber die Kreativleistung nicht aufbringen möchte oder kann, irgend so eine Einrichtung zu basteln, dann ist man da wirklich ganz gut beraten. Der Bau macht, obwohl es so kleine Sets sind, wirklich Spaß, die Teilequalität ist in Ordnung und ich finde, am Ende macht es vom Aussehen auch was her. Wenn ihr natürlich selber mit den kleinen Sets hier schon in Berührung gekommen seid, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und ich würde mich, auch wenn es jetzt so ein kleines Video nur war, gerne auch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Weldybrick.